So, meine Damen, meine Herren, einen wunderschönen Donnerstagnachmittag an Sie alle. Wir heißen Sie herzlich willkommen und danken Ihnen vielmals, dass Sie heute teilhaben an unserem Webinar Starke Partnerschaften für Ihre Bibliothek, eine Diskussionsrunde mit Transkript Verlag, Ibero-Amerikaner Verführt Verlag und Amsterdam University Press. Bevor wir nun aber wirklich gleich richtig loslegen, gebe ich doch noch gerne folgende Hinweise. Zum einen, wir zeichnen das Webinar auf und stellen es im Nachgang auf YouTube. Da senden wir dann Ihnen auch im Nachgang den entsprechenden Link zu und würden uns auch sehr freuen, wenn Sie den Link Ihren Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung stellen könnten. Zudem bitte seien Sie herzlich eingeladen, von der Chatfunktion während der Session rege Gebrauch zu machen. Das ist eine kleine Box am Fuße Ihres Bildschirms. Dort können Sie dann hineinschreiben. Und mein Hinweis an dieser Stelle, die Chatbox bzw. der Chatverlauf ist auch nicht Teil der Aufzeichnung. Also schreiben Sie bitte gerne frank und frei dort in die Chatbox hinein. Wir greifen Ihre Fragen und Anmerkungen dann am Ende auf. So freuen wir uns denn sehr, dass wir mit Beatrice Verführt von Ibero-Amerikaner Verführt Verlag, Frau Dr. Katja Werner von Transkript Verlag und Herrn Jan-Peter Wissing von Amsterdam University Press drei für den deutschsprachigen Raum besonders wichtige unserer Partnerinnen und Partner für heute gewinnen konnten. Saskia Wenzel komplettiert als Moderatorin die Runde. Sie ist bei De Gruyter als Senior Manager Publisher Partnerships verantwortlich für die geschmeidige Zusammenarbeit, nicht nur mit diesen drei Partnerinnen und Partnern, sondern mit allen unseren Verlagspartnern. Und da stelle ich doch sogleich eine Frage in die Runde im Sinne von, mögen Sie sich einfach vielleicht selbst kurz vorstellen, was ist Ihre Rolle in Ihrem Verlag, wie sind Sie dorthin gekommen? Frau Verführt, möchten Sie beginnen? Ja, gerne. Erstmal hallo in die Runde und herzlichen Dank für die Einladung. Und ja, mein Name ist Beatrice Verführt. Ich arbeite seit 13 Jahren für Iberoamericana Verführt in Frankfurt. Seit 4 Jahren bin ich Inhaberin und Geschäftsführerin zusammen mit meiner Schwester, die in Madrid ansässig ist. Ja, dann schließe ich gerne an. Mein Name ist Karin Werner, auch von mir herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung. Eine wunderbare Gelegenheit, hier mal in einen Austausch einzutreten. Ich bin eine von zwei Verlegerinnen von Transkript, ein Verlag, den wir vor gut 20 Jahren ins Leben gerufen haben. Und ich bin Mitglied der Geschäftsführung und leite das Programm von Transkript. Vielen herzlichen Dank. Herr Wissing, mögen Sie gleich anschließen? Ja, gerne. Ja, auch herzlichen Dank natürlich. Mir fällt immer auf, dass die Deutschsprachigen immer sehr viel freundlicher sind als die frechen Holländer. Und ich bedanke mich sehr dafür. So, meine Rolle, ich bin Geschäftsführer in Amsterdam von Amsterdam University Press. Der Verlag ist gegründet in 92, so ist noch nicht uralt. Und wir sind risikofreudig und experimentfreudig. Und das schlägt sich auch nieder im Programm und die Ansätze fürs Programm. So, da arbeiten so 20 Leute, und wir sind sehr froh, an diesem Seminar uns beteiligen zu können. Herr Wissing, vielen lieben Dank. Um zwar jetzt keine Fußballmetapher, aber irgendwas aus dem Sport zu bringen, damit reiche ich den Staffelstab doch auch gerne weiter an Saskia Wenzel. Saskia, bitte du. Ja, danke, genau. Also ich bin, wie gesagt, bei De Gruyter im Bereich der Publisher Partnerships als Senior Manager tätig und verantworte da vorrangig die Zusammenarbeit mit allen unseren Verlagen und insbesondere mit den Verlagen, die außerhalb von Nordamerika sitzen, darunter eben Verführt Transkript und Amsterdam University Press. Und neben dieser Tätigkeit ist mein Team auch verantwortlich für die Digitalisierung von Archivinhalten, sowohl für De Gruyter als auch für unsere Partner oder zusammen mit unseren Partnern. Genau, und da wir ja jetzt vorrangig uns als Personen vorgestellt haben, wollte ich die Chance nutzen, dass wir jetzt nochmal darauf eingehen, was
was eigentlich die Verlage sind, mit denen wir hier zusammenarbeiten, und würde gerne da ein bisschen die Chance nutzen, dass jeder und jede über das Programm und in gewisser Weise die Mission, die hinter seinem und ihrem Verlag stehen, hier zu Wort bringen kann. Würde gerne einmal zitieren, zuallererst von der Webseite von Iberoamericana Verführt, wo es ja heißt, der Verlag wurde 1975 gegründet. Das Verlagsprogramm besteht überwiegend aus geisteswissenschaftlichen Publikationen, richtet sich an Hispanisten und Lateinamerikanisten. Wie wir sehen, ist es also ein sehr spezialisierter Verlag mit seinen Anfängen bereits in den 70er Jahren. Damit der älteste Verlag, den wir hier in der Runde vorstellen. Und ich würde gerne Frau Verführt bitten, einmal darauf einzugehen, wie man in den 70ern darauf gekommen ist, einen Verlag mit dieser Ausrichtung zu gründen und sich eben auf Hispanisten, Lateinamerikanisten zu spezialisieren. Ja, also ich denke, dass viele Firmengründungen aufgrund von starken persönlichen Interessen und Motiven entstehen, und so war es auch im Fall von Iberoamericana Verführt. Mein Vater hat einige Jahre in Argentinien gelebt und kam dann nach seinem Abitur und einiger Zeit eben in Argentinien, kam er wieder zurück nach Frankfurt, um hier Romanistik zu studieren, und stellte dann fest, dass er in den Bibliotheken er kam im Prinzip an keine spanischen Bücher aus Lateinamerika und Spanien. Und selbst da hatten wir in den Bibliotheken nur die einschlägigen Werke in den übersetzten Ausgaben. Und so fing er erstmal an, Bücher aus Spanien und Lateinamerika zu importieren und die den Bibliotheken anzubieten. Und das heißt, die Buchhandlung wurde tatsächlich zuerst gegründet, und kurze Zeit später stellte er auch fest, dass der Verlagsbereich auch das Programm für Hispanistik und Lateinamerikanistik stark in Deutschland vertreten war. Und begann seine verlegerische Tätigkeit mit der Herausgabe der Zeitschrift Iberoamericana. Also auch hier waren es wieder persönliche Interessen, dass er die Hispanistik in Deutschland mit einem Lateinamerikanistik mit einem passenden Verlagsprogramm unterstützen wollte. Der Fokus lag dabei immer auf Spanien und Lateinamerika gleichermaßen. Und so hat sich das in den folgenden Jahren auch fortgesetzt. Wir hatten in den 90er Jahren wurde dann ein Büro in Madrid eröffnet, sodass wir da die Reichweite unserer Publikation und den Vertrieb erleichtern und verbessern konnten. Mitte der 2000er haben wir eine Buchhandlung nochmal, so eine physische Buchhandlung eröffnet, in der wir auch gerne Lesungen und Veranstaltungen nutzen. Und so haben wir im Prinzip jetzt also mit den beiden Standorten Frankfurt und Madrid und den beiden Tätigkeitsfeldern Verlag und Buchhandlung gelten wir seit über 40 Jahren als Spezialisten für Lateinamerika und Spanien und Bücher aus und zur Hispanistik und Lateinamerikanistik und sind nach wie vor ein unabhängiges Familienunternehmen, worauf wir sehr stolz sind, und stehen für eine hohe Qualität der Publikation. Ja, Sie tragen auch immer noch den Namen weiter, ja. Das ist wirklich sehr schön. Das tue ich ja auch gerne. Ja, genau. wenn ich dann überleiten darf, also wenn Verführt der, ich nenne es jetzt mal Happening Place ist für die Lateinamerikanisten und Hispanisten, dann bezeichnet sich Transkript selber als Happening Place für die innovative Wissenschaft im internationalen Raum. Und vereint aktuelle Beiträge zu Forschungsdebatten in und zwischen den Disziplinen mit zeitdiagnostischen Essays, die über die akademische Sphäre hinaus ihre Leserinnen finden. Das hört man nicht oft von einem Verlag, dass er sich als Happening Place bezeichnet, würde ich behaupten. Können Sie uns, Frau Werner, vielleicht einfach mal berichten, was der Happening Place ist, der Transkript ausmacht? Und wo auch die Ursprünge von Transkript liegen zum Beispiel. Das mache ich sehr gerne. Wie Frau Verführt eben gerade richtig angemerkt hat, ist es bei Verlagen, die jetzt keine 350 Jahre alte oder lange Geschichte erlebt haben, oft so, dass irgendwie persönliche Ereignisse oder biografische Erfahrungen bei so einer Verlagsgründung ausschlaggebend sind. Und so war das bei uns auch.
Ich war in den 90er Jahren im Rahmen meines Habil-Stipendiums damals sehr lange und sehr viel in den USA und habe dort einfach mit diesen amerikanischen University Presses festgestellt, dass relativ kleine Verlage große Wirksamkeit entfaltet haben, dass die wirklich Relevanz und Kuratierung und Kommunikation auf eine sehr innovative, sehr, sehr ansprechende Weise miteinander verbunden haben. Erst war ich in der Rolle der Leserin dieser Verlage und habe immer, wenn ich nach Hause geflogen bin, zwei große Taschen voller Bücher von diesen Verlagen mitgebracht. Eines schönen Tages habe ich die mir im Bücherregal dann alle mal angeschaut und habe gedacht, es fehlt ein Verlag auf deutschsprachigem Boden, der auch genau diese Merkmale, die ich gerade genannt habe, in sich vereint. So, dann hatten wir die Idee, wirklich Transkript zu gründen. Und das war Ende der 90er Jahre dann, erst nebenberuflich. Und dann gab es bei Roswitha Gosten und mir die Entscheidung gegen eine wissenschaftliche Karriere und für den Verlag. Und wir haben sehr konsequent wirklich dann quasi eine programmatische Linie aufgebaut und haben gesagt, wir wollen moderne Kulturwissenschaft, nicht Geisteswissenschaft, sondern wir wollen moderne Kulturwissenschaft, wo klar die Verbindung zu den Cultural Studies da ist, aber nicht nur, mit Sozialwissenschaft verbinden und wollen im Grunde das im Kern unseres Programms tun. Das heißt, unser Ziel ist einfach wirklich Relevanz zu haben, Wirksamkeit damit zu haben, wissenschaftliche Exzellenz zu haben, hohen wissenschaftlichen Anspruch, aber auch öffentliche Wirksamkeit. Das heißt, diese Essays, die Sie eben angesprochen haben, adressieren klar eine Leserschaft auch außerhalb der Universitäten, außerhalb der Forschung. Und bei uns ist es wirklich so, dass die wissenschaftliche Kommunikation sowohl in den Büchern als auch durch die Bücher und auch jenseits der Bücher weit über sie hinaus stattfindet. Das heißt, wir haben einfach einen Stil, in dem wir wissenschaftliche Kommunikation bewusst kuratieren. Man merkt wirklich, das ist Transkript im Produkt, aber auch in der ganzen Kommunikation drumherum. Auch unser Bekenntnis zu relativ niedrigen Ladenpreisen von Büchern ist ein Aspekt, der Teil dieses typischen Transkriptgemenges ist. Das scheint mir auch, als wäre es doch sehr erfolgreich über die letzten 20 Jahre gewachsen, weil heute habe ich gerade erst gelesen, dass The Myths That Made America, ein Transkripttitel von 2014 meines Wissens, unter den top genutzten Büchern bei OAPEN 2020 war. Also auch weltweite Relevanz doch mit dem Open Access Programm. Und nicht nur da. Dazu passt auch, dass wir von Anfang an eben auch englische Fachliteratur gemacht haben, auch bedingt durch diese Geschichte. Und ja, sehr schöne Geschichte, ja. Ich leite hier gleich über an die University Press, die in unserer Gruppe ist und die University Press auch im Namen trägt, auch wenn das Programm von Transkript einer University Press sehr ähnlich ist, nämlich an Herrn Wissing von Amsterdam University Press, wie er schon sagte, gegründet in den 90ern, Anfang der 90er. Und auch hier zitiere ich, das Hauptziel von Amsterdam University Press ist es, aktuelle Forschung für Wissenschaftler, Studenten, Innovatoren und die allgemeine Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das Wort Innovatoren hat mich hier angesprungen, muss ich sagen. Mich würde interessieren, wie genau Amsterdam University Press Innovatoren anspricht, was vielleicht auch oder wer Innovatoren sind für Amsterdam University Press und wie auch die allgemeine Öffentlichkeit in dem Bereich dann erreicht werden soll. Okay, die sich danke. Auch wie bei Transkript außerhalb dieser akademischen Blase befindet. Ja, das Erste ist, dass Amsterdam University Press gegründet worden ist von der Universität von Amsterdam, wie der Name schon besagt. Diese Universität ist die größte in den Niederlanden und die möchte eigentlich nach amerikanischem Modell so genau wie Frau Werner sagt, nicht nur eine wissenschaftliche Tätigkeit betreiben, aber auch eine breite Öffentlichkeit. So eine der Experimente war, um sehr stark auf Open Access zu investieren. Und das hat man in der Laufe der Zeit auch gemacht.
So sehr viele Bücher sind in Open Access. So wir haben ungefähr 2000 lieferbare Bücher und so 600-700 davon sind wieder in Open Access. So eine der Innovatoren ist die Art und Weise, wie man die Bücher und die Inhalte zur Verfügung stellt. Das Zweite ist, dass wir auch sehr viel Wert legen auf Marketing und Social Media. So, wir haben auch mit den neuen Social Media haben wir ein Marketing-Team, das Autoren auch die Verfügung gibt über Instrumente, damit die Inhalte nicht nur für ihren eigenen Kreis bekannt werden, aber auch eine breitere Leserschaft erreichen. So, es ist eher und das Dritte ist, dass wir auch ab und zu Bücher, die eine breitere Leserschaft im Prinzip haben, dass wir die dann auch zu niedrigen Preisen auch zur Verfügung stellen, auch im Papier. So, wir haben ein niederländisches Programm für den niederländischen Markt auch, das wirklich bessere auch geworden sind. So, das sind die drei Ansätze zum Beispiel, um das Programm zu machen. Das Neue ist, dass wir auch fokussiert haben im Programm. So, wir haben bestimmte Bereiche, wo wir die weltbesten Forscher, Gelehrten haben möchten und auch sehr international arbeiten möchten, auch in der Akquise. So zum Beispiel, wir haben eine Asian Studies List und die Autorenschaft ist auch nicht zur Mehrzahl, aber zum großen Teil auch aus Asien. So das ist, was zum Beispiel ein Unterschied ist zu den meisten USA University Presses, die sind doch, weil das Land so groß ist, doch auf den nordamerikanischen Bereich gerichtet. Und ich denke, aber das gilt auch für viele deutsche Verlage, dass wir auch eine Rolle zu vermitteln haben zwischen dem Osten und dem Westen, Asien und den Amerikas. Und dass Europa doch ein Kulturträger sind, die da auch etwas Spannendes beitragen können. So auch im Programmbereich, diese Mischung zwischen verschiedenen Traditionen und verschiedenen Forscher, diese Vermittlerrolle haben wir auch inne, glaube ich. Also wir sehen uns eigentlich als Dienstleister für Autoren und für Bibliothekare und für die Wissenschaft im Allgemeinen. Mhm. Das ist eine schöne Überleitung. Dann würde ich nämlich auch ganz gerne nochmal darüber berichten, warum eigentlich De Gruyter ein Partnerprogramm aufgebaut hat, das es ja jetzt auch schon seit fast 10 Jahren gibt. 2012 sind wir die erste Partnerschaft eingegangen mit der Harvard University Press und kurz darauf auch schon gleich mit Transcript zum Beispiel. Und einige und im Prinzip ist aus einem Programm von kleineren Kooperationen zwischen einzelnen Verlagen, zwischen De Gruyter und einzelnen Verlagen, ein mittlerweile doch recht großes Programm geworden, was die wichtigsten University Presses in Nordamerika vereint, sowie eben Fachverlage aus der ganzen Welt, die spezialisiert sind und ein hohes Renommee haben in ihren einzelnen Fachbereichen. Und genau da setzt eigentlich der Kern des Programms an, nämlich die Verfügbarmachung der Inhalte unserer Verlagspartner weltweit in einer Form von Vermittlung zwischen den Welten. Also zwischen University Presses aus den USA werden global vertrieben, nicht nur in den USA. Andere Verlagspartner, zum Beispiel aus Europa, werden auch vertrieben in den USA. Diese Vermittlerrolle, diese Verfügbarmachung und Verbreitung der Inhalte unserer Partner ist eigentlich immer noch seit 2012 Kern des Programms, wobei wir da eben auch, da wir ja selber auch Verlag sind, der auch publiziert, immer stark darauf achten, dass wir, dass die Inhalte unserer Partner auch zu den Inhalten von De Gruyter passen, sodass wir da sinnvolle Synergien schaffen können zwischen uns und den Partnerverlagen, die sowohl für uns gut sind, für De Gruyter, als Ergänzung des eigenen Programms, als auch für, so hoffentlich auch für unsere Partner, die auf unserer Plattform de Gruyter.com und in unseren Vertriebskanälen
eben nicht verloren gehen, sondern sinnvoll passen zu den Inhalten, die sich auf der Plattform finden. Neben dieser, nach dieser kurzen Ausführung über das Partnerprogramm von De Gruyter, was es ist und warum De Gruyter diese Partnerschaften eingeht, was die Vision im Prinzip hinter diesem Partnerprogramm ist, wäre es, glaube ich, auch ganz interessant, auch für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer einmal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu erfahren von unseren Partnerverlagen, was dann die Gründe für die einzelnen Partnerverlage sind oder waren oder immer noch sind, beim Partnerprogramm von De Gruyter mitzumachen. Und als einen unserer ältesten Verlagspartner würde ich da ganz gerne bei Frau Werner anfangen, die mit Transkript, wie gesagt, seit fast 10 Jahren Teil des Programms ist. Frau Werner, was waren damals die Gründe? Was sind heute noch die Gründe? Warum sind Sie immer noch dabei? Ja, vielen Dank. Saskia, du hast vieles gerade schon vorweggenommen, aber es ist vielleicht trotzdem ganz schön, es von der anderen Seite bestätigt zu bekommen. Das war vor 8, 9 Jahren. Das scheint schon unheimlich lange her zu sein. Es ist auch so, dass alle Verlage vor etwa 10 Jahren an dem Punkt waren, dass neben der Printausgabe in den Humanities and Social Sciences irgendwie die Frage aufkam, wie gehen wir mit dem E-Book um? Also das E-Book kam und irgendwie musste man Antworten darauf finden, wie, nicht nur welche Bücher man dann auch als E-Book anbietet und in welcher Ausgabenform, sondern auch wie man das vertreibt. Und da konnte man sich entscheiden zwischen, man macht das so ein bisschen beibotmäßig und wählt bestimmte Bücher aus, die man dann noch als E-Book macht, oder aber man entscheidet sich konsequent dafür, wirklich dann von Anfang an Ausgaben Double oder Triple zu machen. Das heißt Print und E-Book PDF plus EPUB optional. Und genau in der Zeit haben wir bei der Buchmesse, bei einem Abendessen uns mal mit De Gruyter und länger unterhalten. Man saß einander gegenüber, kam auf das Thema, dann haben wir von der Publishing Partnership gehört und waren gleich super interessiert daran. Ja, und dann waren folgende Punkte einfach zu klären und die standen im Raum und die sind heute immer noch relevant. Das war einmal natürlich die Frage oder die Tatsache, dass De Gruyter eine Infrastruktur hat, eine vertriebliche und eine technische Infrastruktur, die es uns kleineren Partnern ermöglicht, wirklich ganz konsequent ein wirklich E-Book-Vertrieb, Marketing sicherzustellen. Das war ein großer, großer Pluspunkt und ist unvermindert so aus unserer Sicht. Der zweite Punkt, den wir überprüfen mussten, war, wie ist der Match des Programms? Und auch hier haben die drei Verlage, die heute hier vertreten sind, glaube ich, sehr schnell mit De Gruyter gesehen, wo hier die Komplementaritäten liegen. Das ist aus programmatischer Sicht eine klare Voraussetzung und die ist unvermindert gegeben. Zumindest für Transkript kann ich das so sagen. Das Dritte, was uns natürlich brennend interessierte, bevor wir das erste Mal nach Berlin fuhren und dann mit Sven Fund sprachen, der damals ja euer CEO war, war echt die Frage, ist es jetzt eine Partnerschaft oder was ist es denn jetzt? Ist es womöglich doch was anderes? Und es war so klar nach den ersten 5 Minuten, nicht nur der Vertrag und die Konditionen sind sehr partnerschaftlich, das Ganze, wie sich das angefühlt hat. Ja, eure Transparenz, die Kultur der Zusammenarbeit, die Offenheit, die Kollegialität, muss ich wirklich großes Kompliment machen. Es war von Anfang an, fühlt es sich richtig an. Wie gesagt, sachlich und auch von dem, was man als Mensch so fühlt. Und der Erfolg gibt uns auch recht, dass, wenn alles zusammenkommt, das wirklich gut war und auch gut ist, was nicht heißt, dass man nicht nach und nach noch ein paar Dinge immer wieder bearbeiten muss. Ja, dann war es die ersten 2 Jahre für uns so, dass für uns De Gruyter bedeutete, steile Lernkurve. De Gruyter war für uns eine große Herausforderung, ganz schnell zu lernen, wie internationales, technisches, modernes Publishing geht, sprich Content-Daten auf eine bestimmte Art und Weise anzuliefern, gechunkt, ja, die einzelnen Kapitel als Elemente anlegen, mit Metadaten versehen. Also Content-Daten, Metadatenstruktur 1a hinzukriegen, dann die Datenarchivierung,
ja, ob beim Content mal den Metadaten nachzuarbeiten und dann mit den Nutzungsdaten, die dann von euch zu uns kamen, so umzugehen, dass wir dafür auch eine Datenbank aufgesetzt haben, um diese Daten zu aggregieren und dann auch wieder weiterzugeben, auszuwerten und weiterzugeben. Und auf all diesen Dimensionen muss ich wirklich sagen, dass zumindest ganz besonders die ersten Jahre für uns De Gruyter ein Lehrer war und das Ticket war, salopp gesagt, in eine State-of-the-Art Global Publishing in der Wissenschaft. Und dafür sind wir sehr dankbar. Und das sage ich nicht devot, sondern das sage ich einfach ehrlich und partnerschaftlich. Uns hat das sehr geholfen. Ich freue mich, dass wir De Gruyters Gesamtbild mit einem bestimmten Farbton vielleicht auch versehen können über die Jahre. Und ich denke, summarisch können wir wirklich ohne Übertreibung sagen, dass diese Publishing-Partnerschaft für uns sehr gut war und sehr geholfen hat und wir heute genauso wie vor 8 Jahren noch voll überzeugt davon sind, dass das eine gute Sache ist und ich wünsche das anderen Verlagen auch sehr. Danke, das war sehr schön, Dankeschön. Ich muss aber dazu auch wirklich sagen, also wir lernen auch von unseren Partnern, also so ist es nicht, also wir können genauso gut sehr viel von unseren Partnern lernen, von der unterschiedlichen Herangehensweise ans Publizieren, von der unterschiedlichen Herangehensweise an die Auswahl von Inhalten, bis hin zu eben genau solchen sehr technischen Themen wie Metadaten und wie man sich dort eben aufstellen kann und was relevant ist, was wichtig ist. Ich leite über zu Amsterdam University Press, die glaube ich, ich kann sagen, auch schon vor der Partnerschaft mit De Gruyter bereits sehr gut vernetzt waren, sodass ich da jetzt, glaube ich, eher eine allgemeinere Frage stellen würde gerne, nämlich was einfach ganz allgemein dafür spricht, sich als Verlag breit aufzustellen, mit Partnerschaften, mit Kooperationen, nicht nur zwischen Verlagen, sondern auch zwischen Verlagen und anderen Plattformen, anderen Dienstleistern. Herr Wissing, warum sollte man als Verlag kooperieren? Ja, ich dachte erstmal, was soll ich da noch hinzufügen, ne, was Frau Werner schon alles gesagt hat. Aber was sie gesagt hat, kann ich hundertprozentig auch mit einstimmen. Auch, ne? Das stimmt, dass man braucht Partner als ein relativ kleiner Verlag. Kann man nicht alles auf den neuesten Stand der Dinge. So, man braucht andere sowieso. Um das. Aber man, wenn man es sieht als Dienstleister, soll man das auch tun. Ne? Man soll auch nicht so eng auf sich selber gestellt sein und aber auch Partnerschaften suchen, die etwas hinzufügen. Und De Gruyter fügt für uns auch deutlich was hinzu, indem sie eine lange Tradition in den Bereichen hat, wo wir auch veröffentlichen. So, das ist eher eine Verstärkung als Konkurrenz zu verstehen, glaube ich. Und die Vermittlerrolle, die sehen wir auch gerne. So, als Deutsch noch eine Wissenschaftssprache war das große deutsche Raum natürlich an sich genügend, um als Basis zu dienen für viele Verlage, aber das ist in der Wissenschaft eigentlich nicht mehr so. Aber umgekehrt ist es so, dass ich denke, den deutschsprachigen Raum auch unterschätzt wird. So für uns, ich habe 3 Jahre selber in Berlin gelebt und ich war auch noch nicht so lange her. Und ich war immer sehr beeindruckt, dass auch Mitteleuropa und Osteuropa und weiter nach dem Osten, das ist eigentlich sehr groß. Und wenn man in den Niederlanden lebt, ist man immer auf dem Westen ausgerichtet oder ein bisschen nach dem Süden, aber kaum nach Mittel- und Osteuropa, was eigentlich komisch ist. So, für uns ist De Gruyter nicht nur die Vermittlerrolle weltweit, aber auch ein Eingang in den Dachländern für den deutschsprachigen Raum, denke ich, sehr wichtig, um unsere englischsprachigen Bücher auch dort vertreiben zu können. Aber wir versuchen das natürlich auch mit anderen Partnern. Ne? So dieser aktive Vertrieb, das können wir uns selber nicht leisten. So, wir brauchen andere, die das doch aktiv machen. So, es gibt Plattformen, die das nur passiv machen.
Aber es gibt nur wenige, die das auch aktiv betreiben. Und deshalb ist es auch wichtig, denke ich, Partner zu suchen, die das leisten können. Und die gute Kontakte ist more granular, more feinmäßig, wie sagt man, macht der Kräuter das, als wir das je tun könnten mit unseren Kollegen. So, das ist auch qualitativ, denke ich, sehr gut. So schließe ich mir ganz an, was meine Vorgängerin gesagt hat. Ja, auch hier nochmal großes Dank. Und auch wir haben also auch von Amsterdam gelernt, genauso wie wir auch von Verführt gelernt haben, wo wir ein bisschen spezielleres Projekt gemacht haben, 2017, 2018, nämlich die Digitalisierung eines Archivs. Und das ist immer ein besonderes Projekt, finde ich, für mich, weil jedes Archiv da auch seine Eigenheiten hat. Und neben diesem Archiv sind aber auch die inhaltlichen Synergien zwischen De Gruyter und Verführt doch relativ eng. Also die Romanistik von De Gruyter und das Programm von Verführt haben eine ähnliche Ausrichtung, würde ich sagen. Frau Verführt, welchen Einfluss hatten diese beiden Aspekte für Sie auf die Partnerschaft oder haben Sie? Ja, also prinzipiell muss ich auch erstmal meinen Vorrednern recht geben und auch da nochmal die Bedeutung hervorheben, wie wichtig es doch ist, einmal die Bücher verfügbar zu machen und darin einer unserer größten Ziele liegt eben und auch die Strategie, wir die Strategie verfolgen, unsere Bücher, sowohl E-Book als auch das gedruckte Buch, möglichst breit verfügbar zu machen. Also durch viele Kooperationen und Partnerschaften, wie Herr Wissing jetzt auch eben gerade angesprochen hat, mit Buchhandlungen und Lieferanten weltweit, also nicht nur digital, sondern auch für das gedruckte Buch. Also es ist für uns eine durchaus sehr große Bedeutung, Partnerschaften, die wir in Europa haben, aber auch in Lateinamerika, USA und Asien. Und bei den E-Books, als die Kräuter auf uns zukam, um uns die Partnerschaft anzubieten, hat sich dadurch natürlich auch die Möglichkeit ergeben, dieses Vertriebsnetz und diese zu erweitern. Und auch das wurde eben gerade ja am Rande von Herrn Wissing angesprochen, dass diese anderen großen Plattformen häufig so eine passive Funktion haben. Wir hatten unsere E-Books schon auf großen Plattformen waren verfügbar, sowohl für Privatkunden als auch für institutionelle Kunden. Aber die Qualität mit De Gruyter der Zusammenarbeit ist eine ganz andere, weil De Gruyter eben nicht nur die Bücher hochgeladen werden und dann im Angebot enthalten sind und auffindbar sind, sondern dass sie ja doch eine Vertriebsstruktur haben im Gegensatz zu den anderen Plattformen, wofür ein kleiner Verlag wie uns im Prinzip keine Werbung gemacht wird oder nur sehr, sehr wenig. Und ich denke schon, dass für die Bibliothekare die Bündelung von den einzelnen Fachbereichen und von renommierten Wissenschaftsverlagen sehr interessant sein kann, weil sie eine relevante Auswahl bekommen und dadurch profitieren und wir natürlich auch profitieren, weil unsere Bücher dann eine höhere Sichtbarkeit erreichen. Insofern denke ich, ist das sowohl für uns als auch für Bibliotheken sehr, sehr vorteilhaft. Und wir haben das jetzt auch gesehen, dass häufig der oder einige Male einige Bibliotheken doch das Gesamtpaket unseres Archives bei De Gruyter erworben haben. Und auch Bibliotheken, die wahrscheinlich schon die meisten Publikationen gedruckt im Bestand hatten, also so einem gedruckten Buch. Und das heißt, dass das E-Book ja einen weiteren Nutzen schafft, den die Bibliotheken erkennen und den Nutzern zur Verfügung stellen. Und durch die Digitalisierung, die du das ja eben gerade ja noch angesprochen hattest, wurden natürlich viele nicht mehr lieferbare Titel wieder verfügbar gemacht, was für uns eine große Bedeutung hat. Mhm. Danke auch hier. Sichtbarkeit ist, glaube ich, auch ein sehr gutes Stichwort, wo
ich jetzt auch ganz gerne einmal weggehen würde von den Partnerschaften allgemein hin zur Bedeutung von E-Books, von Digitalisierung auch für einen Verlag und würde auch ganz gerne bei Verführt bleiben. Weil Verführt ja auch in anderen Märkten, nicht so nicht den klassischen Märkten stark vertreten ist im Vertrieb, eben auch in Lateinamerika. Das ist wieder ein Markt, wie auch Herr Wissing gesagt hat, ne, den nicht nur Mittel- und Osteuropa hat man nicht das große Augenmerk drauf, auf Lateinamerika hat man wahrscheinlich auch nicht das große Augenmerk, würde ich jetzt behaupten. Welche Relevanz hat für Verführt Print noch im Vergleich zu E-Books heute? Gibt es da eventuell auch vor allem bei diesen regionalen Märkten, in denen ihr agiert, Unterschiede in der Relevanz von Print und E-Book? Oder ist das jetzt mittlerweile ein globales Phänomen? Phänomen kann man es wahrscheinlich gar nicht mehr nennen. Also prinzipiell glauben wir an beide Publikationsformen und gehen auch davon aus, dass beide Formate in nächster Zeit koexistieren werden. Und im geisteswissenschaftlichen Bereich wird doch nach unserer Erfahrung noch sehr viel mit gedruckten Büchern gearbeitet. Und so verkaufen wir nach wie vor mehr gedruckte Bücher als E-Books, sowohl als wissenschaftliche Bibliotheken als auch an Privatkunden. Durch unsere Fokussierung auf Hispanistik und Lateinamerikanistik sind die meisten Kunden in Europa und insbesondere dort in Spanien, Deutschland, Frankreich, aber eben auch in den USA und Lateinamerika. Allerdings erleben wir auch ein steigendes Interesse an der Hispanistik aus China und anderen asiatischen Ländern, wie zum Beispiel Japan. Und das eben für beide Bereiche, sowohl fürs gedruckte Buch als auch fürs E-Book. Wenn uns die E-Book-Verkäufer in Privatpersonen anschauen, ist das, das lohnt sich zu trennen, irgendwie das unterschiedlich zu betrachten. Also bei den Privatkunden verkaufen wir mit Abstand die meisten Bücher in die USA, von dann gefolgt von Mexiko und Spanien und später erst an deutsche Kunden. Und das ist natürlich aufgrund unserer Thematik nicht verwunderlich und zeigt aber auch, wie wichtig für unsere Kunden ein guter, direkter Zugang ist. Im Prinzip haben wir festgestellt, dass je nachdem, in welchem Land das Buch auf die Thematik des Landes auf Interesse stößt, sich das darüber entscheidet, ob sich das Buch besser gedruckt oder als E-Book verkauft. Das ist zum Beispiel ein Buch, Español en Estados Unidos, da geht es um das Spanische in den USA. Ein Buch, das sich natürlich sehr gut in USA verkauft und deswegen auch häufiger digital nachgefragt wird als gedruckt. Und dann haben wir ein anderes Buch, Los Mordiscos de Villarrubia de los Ojos, das einen sehr großen Fokus auf Spanien hat, ein sehr großes Buch ist mit über 800 Seiten. Und das verkauft sich vor allem gut gedruckt an Privatkunden in Spanien. Also das ist ganz interessant, weil institutionellen Kunden ist es, denke ich, ein bisschen anders. Da beobachten wir, dass wir zum Beispiel vor allem digital gut in den angelsächsischen Raum verkaufen. Also in die USA, England, einige wenige australische Bibliotheken. Und ansonsten haben wir eigentlich eine große Nachfrage in Ländern wie Deutschland, Schweiz, Österreich und dort scheint die Thematik nicht so entscheidend zu sein, darüber, welches Format erworben wird. Ja, also es scheint sich wirklich zu lohnen, den Unterschied an den Regionen und auch an den Zielgruppen festzumachen. Mhm. Wenn wir noch eine dritte Instanz hinzufügen wollen. Herr Wissing, die Corona hat uns gelehrt, dass E-Books an Relevanz gewinnen können durch außerplanmäßige Entwicklungen auf der Welt. Können Sie einen kurzen Vergleich anstellen zwischen 2019 und 2021, was sich für Sie als Verlag in Bezug auf E-Books, eventuell auch auf Printbücher geändert hat? Wenn man diese Variante... Ja, man sieht auch sehr deutlich, dass die E-Books sehr viel wichtiger werden von Jahr auf Jahr. Und die
Corona-Krise hat das nochmal verstärkt für eindeutigen, aus eindeutigen Gründen, dass viele Bibliotheken geschlossen waren und einfach keine Papierbücher einnahmen. Und man sieht auch eine Verschiebung vom Budget von Papier zu digital. Und wir veröffentlichen alles by default digital und auf, als gedrucktes Buch. So, ich würde sagen, von 2019 würde ich sagen, dass so 15-20% unseres Umsatzes war digital und 85%, 80% war Papier. Das hat sich jetzt, ist das ungefähr das 45-50% ist digital und die andere Hälfte ist gedrucktes Buch als Umsatz. So, man, und das hat sich im 2020 hat sich das schon angesagt und jetzt geht das noch verstärkt so weiter. Ich weiß nicht, ob das für jeden Verlag gilt. Was ich so höre, ist das ein allgemeiner Vorgang eigentlich jetzt. Zum Beispiel die Bibliothekare in den USA sagen, ja, es wird ein bisschen wieder zurück zum Papier, dann ist die Erwartung, aber es wird nicht mehr dieselbe Stelle haben wie zuvor. So, ich glaube, das wird sich so ausbügeln, wie sagt man, dass es so 40-50% des Umsatzes erwarte ich, wird nach wie vor dann doch das E-Book sein. Und man kann auch Autoren her und von dem Benutzer her, kann man natürlich auch die Metrics besser auch vorführen an einem bestimmten Punkt. So, wir sind zum Beispiel daran, auch die Autoren dann darzulegen, wie viel die E-Books dann benutzt werden. So, das wird, denke ich, auch für die Forschungsinstitute, die Geld geben für die Forschung, immer mehr erwartet, dass man auch zeigt, was den Impact ist von dieser Veröffentlichung. Und dann kann man mit E-Books kann man das natürlich besser machen als von den gedruckten Büchern. So, ich glaube im Großen und Ganzen, dass der Trend unumkehrlich ist eigentlich. Aber Papier wird nicht verschwinden, das glaube ich auch nicht. Nach wie vor sind doch viele Leute, viele Forscher auch, die das Buch ganz haben möchten, um das wirklich gut auf der Theke zu legen und dann zu lesen einfach. Ne? Mhm. Ja, da würde ich mitgehen. Ich glaube auch nicht, dass das Printbuch verschwinden wird, aber es geht, wenn Sie sagen, das sind sehr erstaunliche Zahlen, 45-50%, dann eher hin zur Gleichberechtigung zwischen E-Book und Printbuch. Die Frage schließt sich an natürlich, ob es dann, ob es eigentlich noch andere neue Konzepte gibt, die neue Publikationsformate, Zugangsarten zu Inhalten, die vielleicht beobachtet werden. Frau Werner, ist das was, was Sie beobachten, dass es neben den E-Books, neben den Printbüchern noch andere Bewegungen, Entwicklungen gibt hin zu anderen Publikationsformen? Was ich auch ganz spannend fand, vielleicht kann man das damit einknüpfen, wenn Herr Wissing sagt, das E-Book ist ja auch sinnvoll, um den Impact eines Buches ermitteln zu können, wo stehen dann da solche Nischenthemen und können die sich dann eigentlich auch noch elektronisch behaupten, die vielleicht keinen großen Impact haben, aber dennoch einen wichtigen Impact? Wie kann man den vielleicht messen? Sie sind noch stumm geschaltet. Also die letzte Frage würde ich jetzt nicht beantworten wollen. Das würde ich mir schlicht und ergreifend nicht zutrauen. Ich möchte nur darauf verweisen. Man muss erst mal klären, was man mit Impact meint. Und dann kann man darüber, glaube ich, braucht man sehr viel Zahlen, um dann Auskunft darüber zu geben, ob man oder ob man nicht und wo genau und welche Lesegewohnheiten hat, welche Leserkreise, welche Rezeptionsökologien und Formen und so weiter. Aber Ihre erste Frage, die finde ich spannend, weil tatsächlich befassen wir uns viel damit, mit neuen Entwicklungen, die aus der Wissenschaft kommen und die das Publizieren herausfordern. Also erstens möchte ich sagen, wenn wir alle hier
über Open Access sprechen, dann sprechen wir oft so, als hätten wir schon verstanden, was Open Access publizieren ist. Ich möchte noch mal in Erinnerung rufen, die meisten Verlage verstehen unter Open Access publizieren eine PDF-Datei in ihrem Webshop unter ferner Liefen irgendwo ganz unten, PDF 0 Euro hinzustellen. Ich bin nicht der Meinung, dass das wirkliches Open Access publizieren ist. Also hier gibt es grundlegende Klärung, was eigentlich Open Access publizieren ist. Aber das nur mal so als Hinweis. Ich glaube, dass wir alle noch wirklich ausgehend vom Creative Commons Gedanken, das heißt vom Kern der Philosophie, die dahinter steht, auch die Vision Open Science zu ermöglichen, auch von uns aus zusammen mit allen anderen Stakeholdern, dass es ein Dekadenwerk ist, das hier in Europa zu erfinden tatsächlich. Und das ist ein faszinierender Prozess. Und da sind wir Transkript einfach sehr froh, ein kleines Rädchen, also ja, in diesem großen Gefüge zu sein. Dazu könnte man gerne mal einen eigenen Workshop machen, weil dazu gäbe es unendlich viel zu sagen. Wir haben jetzt letzte Woche unsere neue Open Access Plattform Transcript Open live geschaltet. Das ist unser letztes sozusagen Laborergebnis von, wie wir meinen, dass Open Access Publizieren in der Zukunft vielleicht aussehen kann für Bücher aus unseren Bereichen. Davon unabhängig finde ich zwei Dinge absolut erwähnenswert, mit denen wir uns auch befassen, aber auch nicht nur. Aber ich kann ja nur und soll heute nur für Transkript sprechen. Das ist erstens E-Learning. Wir haben erkannt, dass Hochschulbildung heute hochgradig auch digital basiert stattfindet und in Zukunft einfach stattfinden wird. Was bedeutet das eigentlich für uns, für Lerninhalte und welche Medien verdienen diese Lerninhalte in den Hochschulen? Das ist eine wahnsinnig faszinierende Frage. Und wir haben ein kleines Team, so klein ist es gar nicht, 8 Leute ins Leben gerufen im letzten Jahr, auch ausgelöst durch Corona, dass dieser Frage nachgeht und dass irgendwie jetzt hier einen kleinen Prototypen einer unter HTML geschriebenen E-Learning-Anwendung mal auch entwickelt hat, ins Netz gestellt hat und gerne auch präsentiert. Wir haben ein Didaktikboard, mit dem wir das zusammen machen, das uns da berät. Darüber können wir uns gerne auch mal austauschen, auch gerne mit Ihnen allen zusammen. Das ist eine Riesenherausforderung, da tut sich auch viel, da ist auch ein Markt, der entsteht. Und das Zweite oder das andere und Letzte ist generell, dass wir alle, auch die Bibliotheken, die jetzt hier heute vertreten sind, merken, wir haben unter dem Etikett Digital Humanities, Computational Social Sciences etc. neue Publikationen, also neue wissenschaftliche Teilbereiche, die enorm erfolgreich und dynamisch sich entwickeln, in die sehr viel Gelder reinfließen, große Hoffnungen reinfließen. Die Digitalisierung führt einfach dazu, dass sie ihren Niederschlag auch in den Humanities und Social Sciences finden. Und da haben wir riesige Gruppen von meist jüngeren WissenschaftlerInnen, die komplett neue Publikationsformen selber erfinden. Das heißt, sie entgleiten dem Buchformat PDF und haben Anforderungen wie interaktive Elemente, proaktive Nutzung, Nachnutzung von Daten, Data Publishing, um nur ein paar zu nennen. Und das findet alles und muss außerhalb von PDF stattfinden und sprengt das Format Buch. Andererseits stehen diese Leute, weil es Forscher sind, die auch im Reputationssystem Universität agieren, brauchen sie auch die monographische Form. Und das ist eine absolut faszinierende Ausgangslage, mit der wir uns befassen. Wir haben eine Reihe Digital Humanities Research an der Universität Bielefeld verankert, die im Grunde so ein Pilotprojekt gestartet hat. Wie können wir diese genannten Anforderungen mit Hybridpublikationen erfüllen? Also wie geht Enhanced Publishing? Ich weiß, dass die Kräuter da auch sehr aktiv ist. Da gibt es ja ein neues Journal bei Ihnen. Der Andreas Fickers aus Luxemburg sitzt auch in diesem Herausgeberboard, möchte aber nicht, dass das jetzt Insider-Talk wird.
nicht falsch verstehen, aber das sind wahnsinnig faszinierende Herausforderungen für uns Verlage. Und wir müssen uns ändern. Auch die neuen Hochschulverlage, die es gibt, sind für uns eine Einladung, wirklich kollaborativ zu denken und zu öffnen, das Labor zu öffnen, mit den Bibliotheken, mit den Autoren, mit allen Stakeholdern echt mutige Schritte in die Zukunft hineinzumachen. Und die Zukunft des wissenschaftlichen Publizierens wird groß. Mit oder ohne uns. Ich finde es schön, wenn sie mit uns groß wird und bleibt. Das ist das wünschen wir uns, glaube ich, alle vier in dieser Runde. Die Frage ist dann natürlich, es wird ja weiterhin elektronisch sein. Und je wichtiger elektronische Inhalte werden, desto mehr Möglichkeiten entfalten sich auch, die Inhalte dann auffindbar zu machen und nutzbar zu machen. Das heißt, umso wichtiger wird dann wieder das Thema Metadaten, die Aufbereitung auch der Inhaltsdateien, so dass sie genutzt werden können. Ich bleibe einfach bei Ihnen, Frau Werner. Was sind für Sie vielleicht die drei wichtigsten Aspekte, wenn es um die Nutzbarmachung von E-Books oder auch von anderen neueren Publikationsformen geht? Ja, das sind natürlich, wie Sie richtig oder wie du richtig sagst, Saskia, Metadaten, ein Riesenfeld. Auch da stehen wir erst am Anfang. Da forschen auch die Bibliotheken und leisten ganz wunderbare Beiträge. Das zweite ist natürlich irgendwie Volltext, sozusagen Bücher im XML-Workflow zu machen und XML-Formate auch zu publizieren, die dann im Volltext einfach auffindbar sein werden. Das heißt, wir müssen in den Kern unserer Herstellung rein und müssen offene Daten anbieten. Dann natürlich das klassische Besteck, Mark Records etc. Discovery Services sind wichtiger denn je. Abstracting and Indexing, nicht nur, aber vor allem bei Journals und vorbildliche Plattformen wie eure neue Die Gräuter-Plattform, aber auch andere, die gerade entstehen, die einfach die Kapazität haben, alle diese verschiedenen Datentypen so zu hosten und zu verknüpfen, dass wir da top sind. Und auch da sehen wir sind absolut in einem Umbruch. Ja, ihr habt ja auch, vielleicht sagst du da noch mal ein paar Worte zu eurer neuen Plattform. Da gibt es ja auch eine Motivation, warum ihr die geschrieben habt, Die Gräuter, meine ich jetzt. Und im letzten Jahr gelauncht habt, da steht ja auch eine Menge dahinter. Und man sieht ja, wenn man die benutzt, auf den ersten Blick auch ein paar Punkte, wo die neu ist. Und ich glaube, wir haben alle verstanden, dass diese Auffindbarkeit der Inhalte, Reichweite für uns das absolut wichtigste Ziel sind. Das schulden wir unseren Leserinnen, das schulden wir unseren Kundinnen. So einfach ist das. Ja, also diegräuter.com, ganz banal gesagt, stellt eben den Inhalt in den Mittelpunkt. Das sieht man schon, wenn man sich auf diegräuter.com, wenn man sofort drauf geht, das ist so ein, ich möchte es jetzt ungern vergleichen, aber es sieht ein bisschen nach Google aus. Es ist ein Suchfeld, das da wird eingegeben und dann kommen die Suchergebnisse. Und genau das ist eben auch das, wo es hingehen soll, nämlich dass der Inhalt im Mittelpunkt steht. Nichtsdestotrotz haben wir, glaube ich, wie du auch richtig sagst, alle noch relativ viel zu lernen, was das Thema Metadaten angeht, wie man sie möglichst gut aufbereiten kann und dass es eben nicht nur nebenbei gemacht werden soll, sondern dass das möglichst auch mit einer gewissen Professionalität erledigt wird. Nicht erledigt, sondern bearbeitet wird das Thema und das ein kontinuierliches Thema ist und nicht nur für die Frontlist, sondern eben auch für die Archivbücher. Nichtsdestotrotz würde ich gerne zurückkommen auch zu dem Thema Impact, das Herr Wissing da genannt hatte vorher, weil wir wissen ja nur, das Schöne an E-Books ist, dass man eben anderen Dingen auch die Möglichkeit hat, diese auszuwerten. Und Sie hatten es auch schon anklingen lassen, die Rolle von Statistiken, wenn Nutzungsstatistiken zum Beispiel der Bücher, welchen Einfluss haben diese auf Ihre Verlagsarbeit, diese Zahlen auf die Verlagsarbeit und was muss man vielleicht noch in Betracht ziehen neben der reinen Nutzung eines Buches? Der Anzahl an Downloads. Ja, ich glaube, dass als Zahlen sind immer mit Vorsicht zu genießen. Also es ist sehr abhängig von welche Disziplin man arbeitet, was man darunter versteht und so weiter. Aber man kann im Generellen kann man sagen, dass die Werte von wie viel
Sie haben das auch gerade angesprochen, ne? Das Buch, das Nummer 1 auf OAPEN steht. Ne? So, Leute mögen Listen und Numbers of Downloads und so weiter. Ne? Das ist einfach Human Nature, denke ich auch. So, die soll man zur Verfügung stellen, aber man soll die natürlich immer im Kontext sehen und nicht immer sagen Zahlen was. Ne? So, das ist das Erste. Aber ich spüre doch, dass auch von den Herausgeberschaften unserer verschiedenen Zeitschriften, wir haben 34 Zeitschriften zum Beispiel, das ist das Erste, wo man aufguckt, auf diese Herausgeberschaftssammlung. Hey, wo bin ich gedownloadet? Ist es wie viel in Paris? Oh, auch in Hongkong. Ne? So, dass man das einfach aufarbeitet. Ich denke, das wird zur Routine. Ne? Und dazu braucht man natürlich die wichtigen Metadaten. Und im klassischen Programmleitung und so hat keine Ahnung von Metadaten. So, es ist ein bisschen ein Fremdkörper und jedermann guckt dahin zu, was ist das eigentlich? Ne? So, wir haben in den letzten Jahren, denke ich, auch sehr viel investiert, um das auch aufzuarbeiten. Zum Beispiel, jedes Kapitel wird mit einem Summary versehen. Jedes Kapitel soll auch mit den Taxonomy, mit Wörtern, die man suchen kann und so weiter und so fort. So, es gibt auch neue Anforderungen an den Autoren und an den Bereitschaft der Kollegen, um sich damit zu beschäftigen. Und auch die Awareness bei Autoren auch ein bisschen auf ein höheres Niveau zu bringen. Ne? Es ist nicht nur ein PDF hinstellen, es ist die Aufarbeitung der einzelnen Kapitel und die Inhalte, die immer wichtiger werden. Und auf Basis dieser aufbearbeiteten Dateien kann man dann auch mehr sagen. Aber es sind Wechselwirkungen. So, wir sind noch lange nicht am Ende, um das weiterzuführen. Und ich denke, es ist auch sehr wichtig, das zu tun. Mhm. Ja, das ist es. Was genau die Rolle dann sein wird, das haben Sie auch angesagt, die Frage, was das genau für eine Rolle sein wird, das hängt auch damit zusammen, wie die Universitäten und die Forschungsinstitute organisiert sind. Wenn man die Bewertung legt in die Beförderung und die Feststellung und so weiter, dass man Impact hat im Bereich von Zahlen, wie oft man da ist. So, und das ist eine Riesendiskussion, ob man das seriös oder weniger seriös nehmen soll. Ne? In den Niederlanden und auch überall eigentlich ist das so. Und oft in Asien ist es auch so, dass die Impact Factors und zum Beispiel die Indexing ist auch einfach ein paar Monate Gehalt. Das soll man nicht vergessen, ne? Diese Bewertungen sind nicht ohne Interesse auch für die Stelle, die man innen hat und die Hierarchie, die man innen hat. So, die Bewertung ist doch sehr wichtig auch. Ja, auf jeden Fall. Genau, darf ich noch eine abschließende Frage? Ich weiß, wir haben nur noch eine Minute eigentlich, aber eine abschließende Frage würde ich trotzdem ganz gerne, weil ich finde, das ist trotzdem ein sehr interessantes Thema, auch weil man bei Metadaten oft nur von der Frontlist spricht, an Frau Verfüll wegen des Archivs stellen, wo eben für eine ganze Reihe, für mehrere hundert Titel plötzlich wieder Metadaten verfügbar waren, für die es vorher keine Metadaten oder nur wenige rudimentäre Metadaten gab. Gab es für Sie, hat Sie etwas überrascht? Gab es Titel, die wieder verfügbar gemacht wurden, von denen Sie dachten, die sind verloren gegangen oder die für die interessiert sich vielleicht auch niemand mehr und plötzlich sind sie dann doch wieder genutzt worden? Ja, ich werde nur kurz darauf antworten mit Blick auf die Uhr. Es war natürlich ein riesengroßes Projekt, die Digitalisierung von, ich glaube, um die 900 Titel und sehr, sehr viele vergriffene Titel, die natürlich, wo wir nur noch das Archivexemplar hier hatten und die Metadaten aufbereitet werden mussten, weil wir zwischenzeitlich die Datenbank gewechselt hatten und die Qualität dieser älteren Metadaten zum Teil nicht wirklich gut war. Wir haben jetzt festgestellt, dass überraschenderweise doch viele Bücher aus der Backlist nachgefragt werden. Also, haben wir runtergeladene Buch, was natürlich
Sprich, dass das Buch vielleicht nicht mehr agierte in der Bibliothek, also in den Bibliotheken nicht mehr im Bestand war, aber auf jeden Fall zeigt, dass das Interesse noch da ist. Und das ist natürlich für uns als Verlag sehr wichtig und spricht für die Relevanz unserer Bücher, die wir veröffentlichen. Und das bestärkt uns in unserer Arbeit. Ein schönes Schlusswort. Ein schönes Schlusswort. Und jetzt tut es mir auch leid, dass ich ein bisschen der Spielverderber in dieser lebendigen Runde bin, aber tatsächlich mit Blick aufs Öhrchen. Wir haben es jetzt 15 Uhr und ich will doch unbedingt zumindest die eine Frage aus dem Chat aufgreifen, die da lautet: Es gibt die Hypothese, dass Bücher, die Open Access verfügbar sind, eine Umsatzsteigerung, die Print-Pendants erfahren, sofern die Inhalte qualitativ hochwertig sind. Können Sie das bestätigen? Ich werfe diese Frage mal sozusagen in die gesamte Runde hinein. Genau, Frau Werner hatte da schon eine Antwort genau. geschrieben, so sehe genau. ich. Also wir werten ja monatlich unsere Metriken aus, wie sicherlich Herr Wissing Sie auch. Und Frau Verführt sicherlich auch. Wir können das tatsächlich für Ausnahmefälle bestätigen, wenn man, es kommt darauf an, welche Community man adressiert. Also wenn ein politisches Manifest richtig viral geht, ja, als Open Access Dokument oder ja, dann wird man auch Printverkäufe generieren. Dann hat man aber vielleicht ein Buch, das im Print 10 Euro, 20 Euro kostet. Leider kann man das für Fachmedien generell eher das Gegenteil feststellen. Und das ist ja auch die Intention. Ich mache ja keinen Open Access mit der Intention, die Printverkäufe zu steigern, sondern den Content mit Leserpreisen zu verknüpfen. Und das möglichst erfolgreich und möglichst smart und mit viel Evidenzbasierung. Dieses Ziel verfolgen wir alle gemeinsam, alle, die hier, glaube ich, versammelt sind heute, auch die in den Bibliotheken, die Kollegen dort. Und ich denke, es ist logisch dann zu sagen, dass ein gut gemachtes, proaktives Open Access immer zulasten oder tendenziell zulasten der Printausgabe gehen wird. Die Printausgabe wird dann als Arbeitsversion oft noch von denjenigen gekauft, die diese spezielle Nutzung wünschen. Aber viele, die oberflächlicher lesen, browsen und so weiter, die sind mit der digitalen Ausgabe, wenn sie gut gemacht ist, bestens bedient. Und damit haben wir unsere Aufgabe quasi vollzogen und unser Ziel auch erreicht. Unser Ziel ist Wissenschaftskommunikation und kein Papier von A nach B bringen. Was wir aber auch gerne tun und auch mit viel Herzblut alle hier. Ganz genau. Dem habe ich nichts mehr. Ja, das würde ich so bestätigen eigentlich. Ja. So ab und zu ist es dass die Förderung der Verkauf. Oh, Herr Wissing, jetzt hatten wir Sie kurz verloren, Herr Wissing. Da waren Sie kurz eingefroren. Jetzt sind Sie wieder da. Okay. Kann man mich noch hören oder gar nicht? Ja, jetzt kann man Sie wunderbar wieder hören und sehen. Wunderbar. Okay. Genau. Saskia, die Dame, der Herr, noch weitere Worte. Ansonsten nutze ich, mit Blick auf die Uhr, wie du auch schon sagst, 3:05 die Chance, mich hier an der Stelle nochmal ganz herzlich bei allen unseren Partnern und auch bei dir, Tim, zu bedanken für das wunderbare Webinar, möchte ich es eigentlich fast gar nicht mehr nennen, für diesen wunderbaren Austausch auf Augenhöhe, den wir hier gerade die letzte Stunde hatten. Sehr schön, sehr viel Input. Ich hoffe auch für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer und für alle, die es eventuell verpasst haben sollten oder nicht ganz zuschauen konnten. Es ist, wie gesagt, aufgezeichnet. Das wird dann auch online zu sehen sein. Und wir werden diesen Austausch sicher noch fortsetzen. Also das ist, glaube ich, als ein gewichtiges Stichwort auch aus dieser Runde dargeblieben, Partnerschaftlichkeit zwischen den Verlagen und zwischen den Verlagen und den Bibliotheken. Ja, vielen Dank auch. Okay, herzlichen Dank. Dank. Ihnen auch ganz.
Danke. Dann bleibt uns nur noch zu sagen, ein Dankeschön Ihnen allen, einen schönen Nachmittag noch. Bleiben Sie wohl auf und auf Wiedersehen. Wiedersehen. Einen schönen Nachmittag. Alles Gute. Adieu. Gleichfalls. Tschüss. Tschüss.